Siebter Spieltag, der A-Junioren Regionalliga Nord, der ETV 2 trifft auf den Herbstmeister, auf Eintracht Norderstedt, der zuletzt furios mit 5:0 gegen Weiche Flensburg gewann, noch keinen Punktverlust hinnehmen musste in dieser Saison. Natürlich wird das eine Aufgabe für den Tabellendritten, die Norderstedter da anzugreifen. Allerdings hat man sich auch heute wieder lautstark auf diese Partie eingestimmt. Und startet mit viel Schwung, Eckball von der linken Seite. Und das ist Remy Kruse. Erstes Spiel von Beginn an, für ihn scheitert hier am gut reagierenden Alessio Höcker. Nächster Eckball landet bei Hoffmann, Schautrak Hoffmann gegen Höcker, der in der letzten Saison noch beim ETV zwischen den Pfosten stand, jetzt spielt er bei Norderstedt. Besser könnte die Saison für ihn nicht gelaufen sein. Jetzt erstmals Norderstedt mit Dreiling. Gut weitergeleitet auf Mohammadi. Erste Abschlusschance durch den Deutsch-Iraner. Norderstedt deutet sich an und es soll mehr kommen. Freistoß. Gute Variante. Schiolek per Kopf. Der Kapitän, der scherzhaft über sich sagt, er habe keinen starken Fuß. Der Kopf in dieser Situation auch nicht viel stärker. Kein Problem für niemanden. Dreiling schnappt sich hier den Ball. Immer noch nicht geklärt. Und Borgmann! 0:1 Eintracht Norderstedt nach 23 Minuten. Inzwischen hat es sich angedeutet. Der Neuzugang vom Niendorfer TSV spielt eine traumhafte Saison, bereits sein 10. Saisontreffer. Eine unfassbare Statistik, damit ist er natürlich der beste Torjäger der Liga. Der Tabellenführer hat sich jetzt eingelebt in dieser Partie. Borgmann kriegt ihn irgendwie zu Dricker. Niemand im letzten Moment dazwischen, der Torwart verhindert Schlimmeres, weil der ETV hinten inzwischen nicht mehr gut sortiert steht. Dann die Gastgeber mit einem Lebenszeichen. Kruse, was ein Lauf, gegen drei. Kruse findet Chankaya. Ausgleich in der 45. Minute, direkt danach wird abgepfiffen. Kaan Chankaya mit seinem ersten Saisontor, aber was für eine wunderbare Vorlage von Kruse, der sich links durchtankt und die erste Halbzeit komplett egalisiert. Der Halbzeitstand von 1:1 mehr als glücklich für den ETV. Andreas Prohn, der Norderstedt-Trainer, reagiert, bringt RJ für Mohammed zur zweiten Halbzeit. Samuel Olaizoye und der ETV wissen sich erstmal wieder mit Motivationsübungen zu behelfen. Und die zeigen Wirkung. Super Pass in die Spitze für Kaan Chankaya. Beflügelt durch den eigenen Treffer, hier mit etwas zu viel Mut. Die Gäste wollen jetzt auf den Führungstreffer drängen. Eckball landet bei Dreiling, Ball aber abgeblockt. Und jetzt geht es richtig schnell. Reinhold startet den Turbo. Benjamin Reinhold vergeben. Sein persönliches Idol ist Neymar. Hier hat man Ansätze gesehen, wo es für ihn hingehen könnte. Wunderbares Tempo vom Mann mit der 31. Immer wieder jetzt der Eimsbütteler TV. Flanke von rechts für Mohammed. Riesenkopfballchance und wir sehen, die Tugend des Spuckens als Frustbewältigungsmaßnahme ist nicht nur den Profis vorenthalten. Norderstedt jetzt mal mit dem eingewechselten Adje und Dreka, aber der Ball von der 10 deutlich über das Tor. Dennoch, der ETV hat sich defensiv stabilisiert, dachte man. Vidie gegen Pedro Gomes dos Santos holt sich hier den Ball. Und Borgmann mit der Riesenchance. Den macht er in 10 von 11 Fällen. Dieser war der 11. Das sollte dann auch gleichzeitig die letzte Chance dieser Partie sein. Der ETV und Eintracht Norderstedt trennen sich mit 1:1. Die Stimmen jetzt bei Ayat Mohammed. Also erstmal Chapeau an meine Mannschaft für die Leistung heute. Also wenn man die letzten zwei Spiele anguckt, erstmal nur aufs Resultat, sieht man, dass wir nicht so gut abgeschnitten haben. Aber heute eine Leistung auf den Platz gebracht haben gegen den Tabellenführer, den wir aus unseren Augen auch sehr gut im Griff hatten und einfach uns nicht belohnt haben. Ich trainiere natürlich hart und versuche immer das Beste rauszuholen in jedem Training und in jedem Spiel auch. Und
ich muss mich auch bei meinen Mitspielern bedanken, auch für das Vertrauen, dass sie mir auch die Bälle spielen. Bei meinen Trainern sowieso bin ich denen richtig dankbar, dass sie mir auch das Vertrauen geben, mich jede Woche einsetzen. Und ich versuche das halt mit Toren zurückzuzahlen. Also ganz ehrlich, ärgern wir uns ein bisschen, dass wir heute hier nicht 3 Punkte geholt haben, sondern nur einen. Aber wir wissen auch die Qualitäten von Norderstedt, dass sie eine super Truppe haben. Und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal am Ende der Saison, am letzten Spieltag, bei denen in Norderstedt. Und ich hoffe, oder es wird auf jeden Fall nochmal ein interessantes und wildes Spiel. Vor der Saison hatten wir kein klares Ziel. Wir wussten schon, dass wir sehr gut aufgestellt sind, dass wir auch sehr gute Spieler auf der Bank haben werden. Es kann ja nicht jeder spielen, aber wie es sich ergeben hat, ist unser klares Ziel der Aufstieg. Die Jungs und die Trainer sind heiß drauf, wir geben alles dafür. Ja, beim ETV freut man sich schon auf das Rückspiel gegen ambitionierte Norderstedter, die bis dahin Tabellenführer bleiben wollen. In 2 Wochen geht's erstmal weiter gegen die U19 von Eintracht Braunschweig.